Wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, müsst ihr auf jeden Fall mal testen. Hey Leute, heute wollt ihr mal ein Video darüber machen, was so meine Must-Haves eigentlich vom Gym-Equipment sind. Ich weiß nicht, was eure sind, aber ich zeige euch jetzt einmal, was für mich sehr, sehr wichtig ist und warum. Wir starten mit der Nummer 1, dem Logbuch. Ihr wisst es, glaube ich, wenn ihr es auf Instagram schon gesehen habt, die Logbücher produziere ich selber und finde ich sehr, sehr genial, weil man halt einfach wirklich alles mitschreiben kann und so kann man seinen Progress bzw. einfach seinen Fortschritt wirklich sehr, sehr nachvollziehbar machen, was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil ich einfach immer wissen will, dass ich mich immer gut steigert. Als Nummer 2 haben wir die Zughilfen. Die Zughilfen finde ich sehr, sehr wichtig, vor allem für Rückenübungen wie Kreuzheben, wie Rudern, weil es einfach dann so ist, ich kann mich wirklich gut auf die Rückenmuskulatur oder generell auf die Zielmuskulatur konzentrieren und muss mich nicht um den Griff kümmern. Genauso ist es beim Seitheben, muss sagen, beim Seitheben finde ich es auch sehr, sehr genial. Wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, müsst ihr auf jeden Fall mal testen. Die Nummer 3 in meinem Gym-Sackerl bzw. in meinem Gym-Equipment Must-Have sind die Handgelenksbandagen. Handgelenksbandagen sind einfach wirklich sehr, sehr wichtig für mich, zum Beispiel beim Bankdrücken oder Schulterdrücken, dass jegliche Druckübungen nimmt einfach wirklich sehr, sehr gut Druck weg vom Handgelenk und es halt dann einfach auch wirklich so, dass es verletzungsfreier bleibt. Das heißt, das Ganze ist einfach wirklich sehr, sehr essentiell für mich und deswegen würde ich das auf jeden Fall auch zu meinen Must-Haves des Gym-Equipments zählen. Die Nummer 4 der Must-Have-Gym-Equipments, muss ich sagen, sind meine Knee-Sleeves, weil es einfach so ist, die Knie sind sehr, sehr gefährlich, dass man sie einfach wirklich wehtut, wann es jetzt ist beim Kniebeugen, bei der Hackenschmidt, bei einer Beinpresse, sind einfach sehr, sehr instabile Gelenke und die sollte man auf jeden Fall schützen. Das heißt, wirklich immer mit Knee-Sleeves arbeiten, so kann eigentlich nie was passieren. Deswegen auch ein Part von meinem Must-Have-Gym-Equipment. Und zu guter Letzt, der Gymbag. Der Gymbag kann eigentlich aussehen, wie ihr wollt. Sei es ein Hofersackerl, sei es jetzt bei mir, glaube ich, einfach nur so ein Stoffsackerl oder halt ein richtiger Gymbag zum Bestellen, wie ihr es möchtet. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil sonst muss man die ganzen Sachen einfach wirklich einzeln im Gym herumzahlen und ist einfach sehr, sehr mühsam. Deswegen, wie gesagt, Gymbag ist für mich auf jeden Fall die Nummer 5 auf meiner Liste der Must-Have Gym Equipments. Eins möchte ich aber auf jeden Fall noch dazu adden und das ist für mich das Meta Plus, ist für mich zurzeit in der Diät ein Must-Have. Deswegen haben wir auch die Nims in das Video auch auf jeden Fall mit rein. Ihr wisst, ihr könnt das Video und mich natürlich immer unterstützen auf esn.com mit meinem Code Lion und das Meta Plus ist einfach sehr, sehr genial, was Fettoxidation betrifft. Generell natürlich auch das Koffein in der Früh weckt mir einfach sehr, sehr gut auf und wie gesagt, mir taugt es extrem, das heißt, holt es euch auf esn.com. Ich hoffe, das Video hat euch wieder taugt und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, pfiat euch!